Wie man sieht, verliert Graf Markus keine Zeit. Er hat erfolgreich die Alpen überquert und befindet sich jetzt hier schon fast beim Papst. Und da werden wir mal sehen, wie er sich auf diesem Turnier denn schlägt. So, da kommt es schon zu einem nächsten Ereignis. In Arezzo wimmelt es nur so von Wildtieren, weshalb Werner und ich uns einig sind, dass dies ein ausgezeichneter Ort für eine Jagd abgeben würde. Wir haben zwar nicht die Zeit, einen richtigen Jagdausflug zu unternehmen, doch während wir durch die Wildnis streifen, entdecke ich ein Wildkaninchen am Waldrand. Es hat auffällige Markierungen auf dem Fell und ich gebe Werner ein Zeichen, sich das Tier genauer anzusehen. Als er das Kaninchen entdeckt, grinst er. Was würdet ihr zu einer kleinen Wette unter Freunden sagen, Lehnsherr? Wer dieses makellose Kaninchen mit einem Pfeil trifft, gewinnt. So, und Werner von Comburg, das ist ja einer unserer Ritter, der ist so ein bisschen einfältig, aber er ist ein ganz fähiger Ritter, was das Kampfgeschick angeht, ja. Er gilt übrigens auch als geduldig, aber auch zornig, das heißt, wenn er hier verliert, wer weiß, was dann geschieht. Und wir sind aber vielleicht nicht so fähig, aber durchaus ehrgeizig. Ich hatte ja gesagt, es kommt immer darauf an, wir begeben uns jetzt nicht einfach zu jedem Turnier oder jedem Anlass, nur weil wir ehrgeizig sind und überall gewinnen wollen. Aber bei den Sachen, an denen wir teilnehmen, ja, da macht sich dieser Ehrgeiz schon bemerkbar. Und ich denke, so ist das auch hier. Jetzt steht hier aber natürlich, das hört sich spaßig an und er würde Anspannung erhalten. Ja, warum eigentlich? Weil er gefühllos ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Dann sollte ihm eigentlich so ein Verlust hier nichts ausmachen. Oh, und hier geht es tatsächlich um 50 Gold. Wir könnten uns hier sogar verschulden. Mein Gott. Aber wir könnten auch 50 Gold erhalten. Der hat doch gar... Doch, der hat so viel Gold. Warum hat der so viel Gold? Wir bezahlen ihm ja einfach zu viel Sold. Oder ist das das Gold, was wir für ihn bezahlt haben, damit er zu uns an den Hof kommt? Ich glaube, kann sein, ne? Das können wir uns natürlich wieder zurückholen. Oder wir sagen einfach, ich habe keine Zeit dafür und so weiter. Also, eigentlich sind wir schon ehrgeizig. Die Frage ist nur, wie selbstbewusst sind wir ihm gegenüber? Er macht halt so einen einfältigen Eindruck. Aber hier mit seinem 15er Kampfgeschick, ich denke schon, dass wir wissen, dass er recht geschickt ist. Sich verschulden ist natürlich nicht gut, ja. Aber er macht mir schon einen selbstbewussten Eindruck, muss ich sagen. Und jetzt schauen wir mal, diese Anspannung erhalten wir ja eigentlich auch nur, wenn wir verlieren. Und ich denke hier nicht, weil wir gefühllos sind, sondern wenn wir halt hier uns verzockt haben. Ja? Okay, also, das hört sich spaßig an. Der Ehrgeiz überwiegt. Schauen wir mal, wer dieses Kaninchen erlegen kann. Oh Gott, nein. Und ich sehe schon die rote Zahl da oben. Werner ist mir ein paar Schritte voraus bei unserem Versuch, näher an das Kaninchen heranzukommen. Ich habe Mühe, Schritt zu halten und er zieht schon mit einem Pfeil auf das Tier und versenkt ihn mit einer einzigen fließenden Bewegung geradewegs in dessen winzigem Leib. Werner macht eine Siegesgeste und schreit vor Freude, als das Kaninchen schlaff zusammensackt. Er hechtet nach vorn, um den Kadaver aufzuheben. Ich klatsche anerkennend. Naja, wahrscheinlich sind wir durchaus ein bisschen beleidigt. Ich habe schon Schlechteres gesehen. Lustigerweise hier Werner von Comburg einer Freundschaft mit uns näher gekommen. Und er gewinnt ja auch Meinung. Wir sehen das jetzt mal positiv. Wir haben hier engere Bande geknüpft zu einem unserer Ritter. Mal sehen, wie der sich hier schlägt. Der kommt ja hier scheinbar mit uns mit. So, und jetzt sind wir hier tatsächlich eingetroffen. Ja, der Papst amüsiert sich bereits. Papst Martinus II. Wir können ja nochmal gucken, was das so für ein Mensch ist. Er gilt als schüchtern, aber auch als gerecht. Das haben wir schon mal mit ihm gemein. Und er ist aber lüstern. Das ist auch interessant. Ein Reisender. Schaut euch mal diesen Bildungswert an. 39. Und auch hier sonst ist er recht begabt, muss man sagen. Ja? Okay, also. Ich bin am Ort des Turniers angekommen, hier in Sutri. Obwohl noch nicht alle Feinde eingetroffen sind, wandern Scharen von Menschen durch die farbenfrohe Umgebung und freuen sich auf die bevorstehenden Darbietungen von Können und Kampfgeschick. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich muss mit den Vorbereitungen beginnen. Ich muss siegreich aus dem Wettbewerb hervorgehen. Koste es, was es wolle. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. So, wir werden hier mal
die Zeit ein bisschen runterstellen, dass es nicht so schnell verfliegt. Wegen den Schulden mache ich mir jetzt keine Sorgen, weil wir die relativ schnell loswerden. Es sei denn, es kommt jetzt noch irgendwas anderes dazu. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, natürlich unseren Vorsatz erstmal zu bestimmen. Und ich denke, dass wir hier schon als Ziel den Triumph haben, diesmal. Also wir wollen hier tatsächlich gewinnen. Gewinnt auf Kosten aller anderen Wettbewerber bei dieser Aktivität Prachtturnier. Dieses führt oft zu besseren Belohnungen für den Siegesfortschritt und zu besonderen Gelegenheiten und Ereignissen. Genau, also ich denke nicht, dass wir uns hier direkt erholen wollen. Man könnte natürlich sagen, rekrutieren wäre auch nicht schlecht, da wir natürlich immer fähige Leute gebrauchen können. Aber das ist nicht der Primärzweck, denke ich, warum wir hier tatsächlich teilnehmen. So, und ich hatte ja die letzten Male immer so ein bisschen, also wir können das hier nochmal bestätigen, so, ein bisschen gerätselt. Denn die anderen Teilnehmer, die wir sonst immer hatten, die wollten eigentlich nie wirklich an dem Turnier teilnehmen, sondern wollten eigentlich immer Zuschauer sein. Da habe ich immer gefragt, wo kann ich denn das überhaupt bestimmen? Und ich glaube, das geht auf diesem Symbol hier unten. Ja, Wettbewerbsinformationen. Jetzt gucken wir mal, ein Bogenwettbewerb, bei dem jeder Teilnehmer mit einer bestimmten Anzahl von Pfeilen auf eine Zielscheibe schießt und versucht, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. So, da gibt es verschiedene Runden und jetzt können wir ja sagen, oh, wir wollen nur Zuschauer sein oder wir wollen dran teilnehmen, ja. Und hier gibt es dann natürlich den Preis, Wettbewerbsteilnehmer können wir ja auch anschauen. Und hier sieht man, jetzt sind wir hier Teilnehmer und hätten das hier auch umstellen können. Das ist so ein bisschen subtil, dieses Symbol, deswegen habe ich es wahrscheinlich die vorigen Male übersehen. Deswegen danke nochmal an die Hinweise, die mir so geduldig aus euren Kommentaren entgegenfliegen. So, und wir sind nahe dran, uns zu qualifizieren. Das heißt, wo machen wir uns jetzt hier als erstes hin? Da er jetzt hier, denke ich, nicht eine besondere Präferenz hat, den Tempel oder sowas zu besuchen, würde ich sagen, dass wir uns als allererstes hier mal die Turnieranlagen anschauen, oder? Ich meine, das wäre ja so der erste Ort, an den man gehen sollte. Das machen wir auch einfach mal. Gefiederte Unterhaltung. Los, Unglück, flieg schneller. Unglück ist das der Name dieses Vogels. Höre ich die Stimme einer Frau über das Gelände hallen. Ich blicke auf und sehe ein kleines Ding, das wie ein winziger schwarzer Blitz über den Himmel zuckt. Bald darauf stürzt es auf eine Ziellinie zu. Pah, ihr habt geschummelt, euer Vogel kann nicht so schnell fliegen. Seht ihn euch doch an. Er ist so hell wie eine Regenwolke, schreit der wütende Verlierer, während der Gewinner selbstgefällig reinschaut. Was ist das hier denn? Ein Falkenrennen? Das ist eine ausgezeichnete Unterhaltung. Können wir sagen, das gefällt uns halt. Oder, das muss eine Menge Vorbereitung erfordern. Die Punkte von uns steigen moderat. Verliert 17 Anspannung, weil wir ehrgeizig sind. Okay, also, ja, kommt halt drauf an. Warum hier, weil wir ehrgeizig sind? Wahrscheinlich, weil wir daraus etwas lernen wollen und uns überlegen, wie man sowas vorbereiten kann. Oder dafür habe ich einfach keine Zeit. Gut, wir nehmen jetzt einfach mal diese zweite Option hier, weil wir, denke ich, schon etwas daraus mitnehmen wollen und diesen Anspannungsverlust, weil wir ehrgeizig sind, hier als Indiz dafür nehmen, dass diese Option hier ihm entspricht. Wer sind diese Personen hier eigentlich? Dana Komnene, wandernde Person, Mutter von Scheich Ghanim. Okay. Was ist denn mit der? Die ist fettleibig. Auch hier, sieht nicht wirklich so aus. Das könnte man ruhig ein bisschen übertriebener darstellen, hätte ich mal gesagt. So, also, wir nehmen das jetzt erstmal. Oh, und damit wären wir hier auch schon qualifiziert oder sind zumindest auf dem besten Wege, ja. Derzeit werdet ihr euch auf jeden Fall qualifizieren. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, was hier noch alles stattfindet in der Zeit. Man verliert sich ja immer so ein bisschen da drin, was aber auch okay ist, weil wir spielen ja aus seiner Sicht. Aber jetzt haben wir hier natürlich die Nachricht. Es ist vielleicht ganz gut, dass wir mal da drauf schauen, weil ich glaube, das hatten wir jetzt schon sehr lange nicht. Und wer das nicht kennt, verschuldet sein ist nicht gut. Nicht nur, weil man sich verschiedene Sachen nicht mehr leisten kann, sondern man sieht es auch hier. Die Meinung der Vasallen schwindet, Aufgebotsgröße geht runter, die Verstärkungsrate, Entwicklungszuwachs geht zurück. Das heißt, es geht halt langsamer voran, es geht nicht wirklich rückwärts.
Und die Volksmeinung schwindet leicht. Ein Vorteil im Kampf ist auch nochmal eine gewisse Geschichte. Wobei, das hat eigentlich mal sehr viel ausgemacht. Dieses minus 5, das sieht hier wenig aus. Ich bin mir aber nicht so sicher. Also in der Vergangenheit habe ich mal Schlachten geführt und weil die eine Armee verschuldet war, gab es wirklich einen riesigen Malus. Aber okay, ich kann die minus 5 jetzt nicht so ganz zuordnen. Wir ignorieren das jetzt hier einfach mal. Wir müssen da auch gar nicht groß aktiv werden. Letztendlich ist es ja auch so, dass wir hier eigentlich vorhatten, noch ein bisschen die Kriegskasse aufzubessern. Wir hatten es vor zumindest. Ja, wir sind jetzt hier im Minus. Das heißt, bis wir wieder zurückkommen, dürfte sich hier schon ein kleines Polster gebildet haben. Und hier sind wir ja auch schon beim Maximum. Das heißt, wir werden jetzt hier auch nicht noch groß Gold ausgeben müssen. Ja. In den Kommentaren wurden auch nochmal Bedenken geäußert, dass wir jetzt hier durch diesen Anspruch übrigens in mittlerweile Deutschland, muss man sagen, Ostfrankenreich nicht mehr da, dass wir uns hier Feinde gemacht haben. Aber glücklicherweise scheinbar durch diese Umstrukturierung hier nur noch 3100 Mann, der ist vielleicht auch hier Neukönig, wie auch immer, 3600 Mann, ich denke nicht, dass hier bei Zeiten ein Krieg ausbricht. Ja, das wäre es auch noch, wenn wir jetzt hier unser Herzogtum wieder nicht erobern könnten, weil hier irgendein anderes Ereignis startet. Oder irgendein anderer großer Konflikt. Ich meine, das kann natürlich immer noch passieren, aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf dieses Turnier. Lassen einfach die Zeit hier weiterlaufen. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. So, der Bogenwettbewerb gewinnt. Ich meine, wir hatten ja schon so einen leichten Eindruck erhalten. Hier übrigens jetzt 75 Prestige erhalten, weil wir uns hier schon mal qualifiziert haben. Wir haben auch diese Eigenschaft hier jetzt bekommen. Hastiludius Marcus hat an Kampfspielen teilgenommen, um seine Fähigkeiten in der Kriegsführung und im persönlichen Kampf zu schärfen. So, und das besagt natürlich erstmal nicht allzu viel, gibt erstmal keine großen Eigenschaften, außer dass man eine bessere Meinung von Charakteren hat, die auch an solchen Wettbewerben teilgenommen haben. Ja, ein gewisses gemeinsames Interesse, gemeinsame Vergangenheit. So, und hier gibt es natürlich diese verschiedenen Eigenschaften, ja. Also hier Fähigkeit mit dem Bogen, zu Pferde, Scharfsinn, zu Fuß unterwegs. Und die gehen dann auch voran. Ich fand das immer ein bisschen langsam. Wir hatten auch schon Charaktere, die öfter mal an Turnieren teilgenommen haben. Aber ich glaube, man bekommt umso mehr Erfahrung, wenn man auch mal tatsächlich hier erfolgreich abschließt. Ne? Weil schaut mal, hier gibt es dann gerade mal bei der ersten Stufe ein Kampfgeschick hinzu. Und hier ein Kriegsführung, ein Kampfgeschick. Und hier, ich weiß gar nicht, wie schnell man da hinkommt. Aber okay, Anzahl der Ritter plus 2, Größe von Kriegsvolkregimentern plus 2. Diese dritte Stufe ist dann wirklich schon ein enormer Vorteil, so wie es hier aussieht. Wie gesagt, habe ich noch nicht erhalten, aber hier schaut mal, Armeegoldunterhalt minus 25%, das ist ja enorm. Was gibt es denn hier noch? Schauen wir mal, zu Pferde unterwegs, monatliche Bekanntheit und Kampfgeschick pro Ruhmstufe. Was gibt es hier bei Scharfsinn? Diplomatie plus 1, okay, das ist jetzt nicht sonderlich enorm, aber monatliche Lebenswandelerfahrung plus 10 und Armeebewegungstempo plus 20%. Und wenn man jetzt irgendwelche anderen Boni noch hinzunimmt, dann, ja, dann fliegt man ja förmlich über die Lande. Na gut, aber wir haben ja noch nichts erreicht. Wir haben aber hier immer so einen kleinen Eindruck, glaube ich. Das ist doch hier die Fähigkeit letztendlich, die man besitzt. Und es sieht nicht so aus, als wenn wir besonders geeignet wären, was den Scharfsinn angeht. Also wenn jetzt hier ein Schachturnier wäre, dann wäre er dann nicht so begabt. Bei den anderen Sachen halt, ja, ich weiß nicht, ja, man kann es jetzt schlecht bezeichnen. Steht ja auch daneben, das ist schlecht. Und dann hier beim dritten Punkt wäre wahrscheinlich durchschnittlich, ja. Okay. Die bunte Teilnehmerschar geht zwischen den Zielscheiben umher, vergleicht Bögen und tauscht Geschichten über ihre gelungensten Schüsse aus. Das Knarzen der Bögen und das seichte Geräusch der Sehnen füllen die ansonsten ruhige Luft, die den Geruch von Harz in sich trägt. Ich horche auf, als mein Name genannt wird, der über die leichte Brise zu mir weht. Das könnte ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein. Okay, es ist Zeit, der Welt mein Können zu zeigen. Oder ich habe eine Wette zu platzieren. Nee, wir werden jetzt hier keine Wette platzieren. Wir haben auch gar kein Gold. Ich glaube, es geht aber trotzdem.
Da könnte man sich noch mehr verschulden. Aber wir wollen jetzt hier, denke ich mal, direkt starten. Da bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht. Ich habe mir geschworen, einen Wettbewerb Bogenschießen dieses Turniers zu gewinnen. Und ich kann nicht anders, als auch ein weniger ehrliches Vorgehen in Betracht zu ziehen, um mir meinen Preis zu sichern. Sehe ich eigentlich überhaupt nicht so. Er ist ja auch gerecht. Meine Gegner würden bestimmt auch zu solchen Mitteln greifen, wenn sie nur auf den Gedanken kämen. Und wer weiß, vielleicht haben sie das ja sogar getan. Also ich denke, wir machen uns hier eher Gedanken über oder darüber, dass hier jemand eventuell betrügt. Nicht, ob wir selbst betrügen sollten. Okay, hier gibt es verschiedene Charaktere, die hier wohl gegen uns antreten. Landon ist eine Bedrohung. Was bedeutet das? Graf Landon der Dritte ist besser als ihr. Ihr erhaltet 50 Anspannung, weil ihr gerecht seid. Was würden wir denn hier machen? Ah, wir würden ihn versuchen zu sabotieren. Sehe ich überhaupt nicht so, dass wir das machen würden. Hier wäre das auch der Fall. Hier auch, halt jeweils immer einen anderen. Und warum würden wir hier denn 100 Anspannung erhalten, kritisch, weil wir ehrgeizig und gefühllos sind? Und das sehe ich ja eigentlich überhaupt nicht so. Okay, ich glaube, das Spiel möchte uns hier Folgendes sagen. Also, wir wollen ja um jeden Preis gewinnen, laut seinem Ehrgeiz. Und weil wir gefühllos sind, ziehen wir es wohl sehr in Betracht, hier auch zu betrügen. Sehe ich aber ganz anders. Also, ich denke, er möchte mit rechten Mitteln gewinnen. Und er vermutet stark. Er hat starke Hinweise, dass die anderen irgendwie betrügen. Und das macht ihn hier völlig fertig. Ja? Er weiß es und er kann scheinbar nichts dagegen tun und das gibt dir kritische Anspannung. Und das ist natürlich ein Problem. So, und jetzt, ich glaube, Anspannungsstufe, geistiger Zusammenbruch. Nein, das gibt's doch nicht. Manchmal fühle ich mich, als ob die ganze Welt auf meinen Schultern lasten würde. Ja, wir haben doch eigentlich vor, hier das Herzogtum zurückzugewinnen für die Dynastie. Und jetzt werden wir hier noch auf diesem Turnier betrogen und belogen. Meine Pflichten als Graf von Innsbruck nehmen kein Ende. Mir bleibt kaum noch ein Moment für mich. Ja, aber wir konnten ja hier auch nicht wirklich die Einladung des Papstes ausschlagen. Da braucht man, denke ich, schon einen wirklich triftigen Grund. Wir hatten das ja in den Kommentaren mal kurz angerissen. Das muss wirklich schon was ganz Ausschlaggebendes sein, dass man da ablehnt, zumal wir jetzt ja auch ein bisschen Zeit übrig haben, muss man ja sagen. Gut, und wie wirkt sich das Ganze jetzt hier aus? Können die Leute mich denn nicht mal in Ruhe lassen? Dann würde er hier tatsächlich einsiedlerisch werden. Oder ich brauche etwas, um meine Säfte wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sich ein bisschen zu entspannen. Er würde hier zum Trunkenbold werden. Oder aber dies ist schließlich meine Pflicht und er versucht sich hier durchzuquälen. Ja gut. Und ich denke, hier wäre tatsächlich alles möglich. Ein bisschen wahrscheinlicher, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre wahrscheinlich eher so das Trinken. Oder er würde sich durchquälen, weil er so ehrgeizig ist. Das ist meine Pflicht. Aber ich möchte hier nichts ausschließen. Deswegen werde ich das Ganze einmal auswürfeln. Und ich würfel eine 3 und das bedeutet tatsächlich, dass er hier zum Trinker wird. Also er greift dir nicht nur einmal zum Becher, sondern öfter mal. Und was hat das für Folgen, wenn man ein Trunkenbold ist? Ja, dann lässt man natürlich einiges schleifen. Ist natürlich besonders schlecht jetzt hier gerade für das Turnier. Also erstmal geht die Verwaltung runter. Das trifft uns jetzt vielleicht nicht direkt so stark, weil wir auch genügend Domänen übrig haben. Das ist ja manchmal doof, dass man dann nicht genügend Domänen mehr verwalten kann. Aber Kampfgeschick geht runter. Nicht gut hier für dieses Turnier. Gesundheitlicher Malus ist nie gut, auch wenn es hier nur ein winziger Malus ist. Aber es gibt auch gewisse Vorteile tatsächlich. Ja, der Anspannungsverlust plus 20%. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich mal tiefer ins Glas gucken, dann können wir ja auch, oder wir haben die Option, immer mal ein Trinken zu gehen und können wirklich viel Anspannung dadurch
loswerden. Aber die Reisesicherheit geht runter. Vielleicht machen wir in der einen oder anderen zwielichtigen Taverne mal Halt und ist natürlich nicht allzu sicher. Oder ja, wenn man nicht mehr ganz so geschickt zu Fuß ist, dann kann da natürlich auch einiges geschehen. So, aber wir verstehen uns auch besser mit anderen Trunkenbolden. Okay, wählen wir das einmal aus. So, zing! Der Pfeil eines Teilnehmers löst sich vom Bogen und schlägt in die Zielscheibe ein. Es folgt verhaltener Applaus. Ich stütze mich gelangweilt auf meinen Bogen und warte darauf, dass ich an der Reihe bin. Ein weiterer Pfeil geht ins Ziel. Ivanis spaziert davon, um seinen Bogen zu holen. Ich muss irgendwas finden, um mir die Zeit beim Warten zu vertreiben, sonst verliere ich den Verstand. Also scheinbar ist ihm hier total langweilig. Das da ist eine sehr vorläufige Abstandsmarkierung. Würde es jemandem auffallen, wenn ich sie wegwische und unsere Markierung ein paar Schritte nach hinten verlege? Finde ich wieder, passt nicht so wirklich, weil er eigentlich gerecht ist. Ich spaziere davon und plaudere mit der Menge. Wer weiß, welchen Klatsch und Tratsch man dabei hören kann. Ah, ich weiß nicht, so schätze ich ihn jetzt auch nicht wirklich ein. Oder aber ich schätze, ich muss mich einfach erdulden. Ich muss das einfach erdulden. Ja, ich meine, müssen wir halt mal ein bisschen warten. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Bei einem Sportereignis in einer Menschenmenge zu sein, kann ein wahrer Genuss sein. Die Atmosphäre, der Klang und alles, was es zu sehen gibt. Das einzige Abträgliche ist, dass es manchmal genauso viele Nachteile wie Vorteile mit sich bringt. Ein solcher Nachteil ist gerade eingetreten, als ich mich hinter dem hohen und breiten Wuchs von Rhein-Nero gefangen sehe. Ich lehne mich erst in die eine, dann in die andere Richtung. Durch seine schiere Größe verdeckt meine Sicht fast vollständig. Ich seufze laut und wippe mit dem Fuß. Rhein-Nero rührt sich nicht. Jubel ertönt, als etwas Großes und Aufregendes geschieht. Meine Wut steigt. Okay, also wir können hier nicht sehen. Der steht hier einfach vor uns herum. Ist das irgendein Riese oder so? Macht eigentlich keinen besonders großen Eindruck, aber vielleicht größer als normal, aber kein Riese. Ich werde euch niederknien lassen, damit ich endlich etwas sehe. Okay, ein Kampf wird die Lage zumindest auf die eine oder andere Weise klären. Ist ja hier so ein Choleriker. Da weiß ich immer nicht, wie ich das gefühllos deuten soll. Gefühllos ist ihm alles so ein bisschen egal oder die anderen sind ihm egal, kaltblütig halt. Und der würde ihm hier eins auswischen. Vielleicht hat er auch ein bisschen was getrunken und dann ist man ja doch mal schneller in einem Handgemenge. Oder verzeiht, könntet ihr bitte zur Seite treten? Ja, er ist ja auch überhaupt nicht geschickt, was Diplomatie angeht und da auch sehr unbeholfen, wird er wahrscheinlich nichts machen. Oder hier nicht so wichtig und er halt noch mehr Anspannung. Nee, also scheinbar ist es ihm wichtig und er hat auch ein bisschen was getrunken und dann pöbelt er hier ihn so ein bisschen an. Schauen wir mal. Wir erhalten übrigens direkt die Eigenschaft verwundet und wir kommen einer Rivalität mit ihm näher. Ist das ja nochmal für einer? Der Sohn von Herzogin Eudossia von Spoleto. Okay. Und die ist wiederum Ratsspitze vom Papst. Oh Gott, oh Gott. Wir machen uns hier schon wieder Feinde. So, ja, jetzt sind wir ja auch verwundet. Die Frage ist, wie stark? Ich trete an die Linie vor, ziehe einen Pfeil aus dem Köcher und spanne vorsichtig meinen Bogen, um am Schaft entlang das Ziel in der Ferne in den Blick zu nehmen. In genau dem Augenblick, in dem ich meinen Griff um die Sehne löse und sie losschnellen lasse, tritt plötzlich jemand hinter der Zielscheibe hervor. Der Schuss ist zielsicher und der Pfeil fliegt in kerzengerader Linie auf den Menschen zu. Ja, hoffentlich jetzt hier nicht der Papst, oder? Was macht er auch hinter der Zielscheibe? Sieht aber ganz danach aus. Es sieht ja sogar so aus, als würden die Pfeile im Papst stecken. Ein Raunen geht durch die Menge und nach einer scheinbaren Ewigkeit kippt die Gestalt leise stöhnend um. Ein Diener bestätigt schon bald die schlimmsten Befürchtungen. Der Bauer ist recht tot und für diesen Pfeil gibt es keine Punkte. Aber ich dachte schon hier, der Papst. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Bauern. Ja. Getroffen. Man wird sich um die Familie kümmern, würde hier stehen. Wir verlieren 25 Gold, welches wir nicht haben. Wir würden ja aber Anspannung erhalten, weil wir gefühllos sind. Das geht uns eigentlich nicht groß was an hier. Also es schert uns nicht groß, dass der gestorben ist. Ich muss auch dazu nochmal sagen, wir hatten die Diskussion schon mal in der Vergangenheit. Und zwar habe ich da so einem Tod des Bauern zu viel Bedeutung zugemessen. Also wenn da irgendjemand aus dem Adel mal so einen Bauern tötet, dann ist das kein wirkliches Verbrechen, ja. Das muss also schon jemals von Bedeutung sein, von Rang sein.
dass das irgendwie bedeutend ist. So ein Bauer, dem wird da nicht wirklich hinterher geweint. Und ja, er ist gerecht, aber ich meine, der stand da halt hinter der Zielscheibe, ne? So, lassen wir uns davon nicht den Spaß verderben, könnten wir jetzt hier sagen. Also der Papst fände das allerdings ganz recht, wenn wir hier so uns um diese Familie kümmern. Was würde hier geschehen? Fürstbistum von Viterbo erhält für 5 Jahre allgemeine Betroffenheit. Also das ganze Volk ist betroffen. Der Papst mag das überhaupt nicht, wenn wir das hier nicht mögen und die Punkte von euch sinken. Okay. Aber das ist ja sowieso geschehen, oder? Ja, ist geschehen. Die Punkte sinken, weil gilt halt nicht hier der Schuss. Oder ich glaube, ich habe genug vom Bogenschießen. Und wir treten da zurück. Und das passt uns natürlich überhaupt nicht, weil wir ehrgeizig sind. Nee, okay. Wir sagen, nee, das kümmert uns nicht groß. Und wir werden jetzt hier einfach weitermachen. Und wir haben zumindest hier unsere Verwundung überwunden. Die Dämmerung zieht langsam aber stetig auf, während der Wettbewerb weitergeht. Und Sehnen im Staccato rhythmisch gezupft werden. Ich stütze mich auf meinen Bogen und denke darüber nach, wie dieser Wettbewerb bisher verlaufen ist. Zum Beispiel als Umstehender auf tragische Weise von einem Pfeil getroffen wurde. Ja, ja. Der Wettbewerb neigt sich dem Ende zu und die Pfeile fliegen weiter in die Zielscheiben und daran vorbei. Wenn ich noch etwas bewirken will, muss ich jetzt handeln. Boah, und das ist ja erst der erste Wettbewerb, ne? Das geht ja dann noch weiter. Meine Güte. Wir haben oft halt nicht dran teilgenommen an diesen ganzen Sachen, deswegen waren wir so flott damit fertig. Und da hatte ich mich schon so ein bisschen beschwert, wie lange dieses Ereignis dauert. Denn ich bin jetzt natürlich persönlich auch ein bisschen heiß darauf, diesen Konflikt um das Herzogtum weiter auszutragen. Aber ich meine, Turnier des Papstes, ziehen wir es weiter durch. Für ihn bedeutsam. Ob er jetzt so gut zielen kann mit seiner Trinkernase, ich weiß es ja nicht. Ich bin eins mit dem Bogen. Wäre er überzeugt von sich zumindest. Oder die Beschaffung eines besseren Pfeils würde mir zum Vorteil gereichen. Das ist auch eine Ränkespiel-Herausforderung. Ah, ich weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich da wieder einen besseren Pfeil ergaunern will, sozusagen. Bei diesem Wind sollte diese Flugbahn ausreichen. Also er würde da sich sehr stark Gedanken darüber machen, wie er den Pfeil jetzt abschießt. Ich weiß nicht, mit 9 ist ein durchschnittlicher Bildungswert oder gilt das hier als schlecht? Ich meine, wäre möglich. Oder mein letzter Schuss sollte wie immer sein, glaube ich. Ich bin eins mit dem Bogen. Ich denke, er versucht, das hier, sich an seine Lektionen zu erinnern. Er hat ja auch diesen Kriegsführungslebenswandel und da hat er bestimmt mal irgendwie was gelesen oder ja auch seine Männer mit trainiert oder war mit dabei. Da war das sicherlich auch immer ein Hinweis. Schauen wir mal, ob das was bringt. Als ich die Sehne in Richtung meines Kinns ziehe, spüre ich ein leichtes Zittern in meinem Arm. Panisch lasse ich los, jedoch zu spät. Der Pfeil zischt wild und schwankend durch die Luft. Ja, er hat da wieder getrunken, bevor er voll am Ziel vorbei pfeift. Oh Gott, wen erwischt es jetzt wieder? Die Menge stöhnt auf, hoffentlich nicht vor Schmerz. Und ich stütze meinen Kopf in die Hände. Ich gewinne! Wie bitte? Der Sieg ist so nah, dass ich ihn schon schmecken kann. Es bleiben nur noch wenige Pfeile für jeden Teilnehmer übrig. Das Ende ist da. Wie bitte? Wir haben noch einen Bauern getroffen. Und jetzt schießen wir noch völlig daneben. Und trotzdem gewinnen wir. Was sind das alles andere für Stümper, wenn wir hier dann sogar noch vorne mit dabei sein sollten? Wir sind der Favorit. Das gibt's doch nicht. Was sind das hier für Leute? So, nur noch ein Pfeil. Schauen wir mal, wie wir uns hier schlagen. So. Wie sieht das jetzt hier aus? Macht's nicht so spannend. Oh, er sieht enttäuscht aus. Fanfaren erschallen, die Menge lärmt. Die Teilnehmer versammeln sich, der Wettbewerb ist vorbei. Und es wird alles dafür vorbereitet, dass jemand sich im Glanz des Sieges sonnen kann. Ein Herold tritt vor, dessen Stimme alles übertönt. Nach zahlreichen Prüfungen, einigen Beschwernissen und noch vor allem anderen einem mit viel Herz geführten Wettstreit stehen unsere 3 Bestplatzierten fest. Auf dem 3. Platz ist der tollkühne Adalberto di Monticelli. Fähiger Mann, aber nur hier fähig. Schaut euch mal den Rest an. Oh, und der hat schon ja tolle Erfahrung im Bogenschießen. Okay.
sind wir hier vor ihm platziert. Dahinter dicht gefolgt auf den zweiten Platz Graf Landon. Und damit steht natürlich unser Sieger fest, Ivanis. Oh, okay. Und obwohl wir hier jetzt irgendwie Favorit waren, sind wir jetzt doch nicht unter die Top 3 gekommen. Es gibt immer ein nächstes Mal. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Hat scharfes Auge erhalten und so weiter. Und wir? Alle qualifizierten Teilnehmer hat Bogenschütze erhalten. Das bedeutet, das haben ja auch wir jetzt erhalten hier, ne? Dieser Charakter nahm am Bogenschießen eines Turniers teil und verdiente sich so ein gewisses Maß an Ruhm und Reichtum. Verletzungswiderstand, in Klammern Kampfgeschick plus 1. Okay. Also letztendlich bedeutet das dann direkt Kampfgeschick plus 1. Bogenschützenschaden plus 2 ist das dann für unsere Armee. Und Hastiludius Eigenschaftserfahrungszuwachs plus 5%. Ist halt auch nicht so viel, ne? Okay. Wir werden das jetzt hier mal bestätigen. Machen jetzt hier eine Pause. Denn weiter geht es dann tatsächlich mit dem Ringkampf. Und auch da wollen wir dann natürlich dran teilnehmen. Und unser nächster Stop, das kann ich hier vielleicht schon mal ankündigen, wird wahrscheinlich die Taverne sein. Ja, da hat er jetzt Geschmack dran gefunden. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.